And I also have the question how to live present in the here and now, not in the past. I always have the tendency to look in the past, be fascinated by past things. And ja, und meine Frage ist, wie kann man es nur anstellen, im Hier und Jetzt zu leben? Weil ich bin irgendwie so fasziniert von der Vergangenheit, da zieht es mich immer irgendwie this hin. This incarnation thing, I think it's like a film that puts me away from this moment that I can be active to live as Harald. Ja, und auch diese Sache mit der Inkarnation, das ist was, was mich vom jetzigen Moment wegzieht und wirklich als das zu leben, was ich bin, als Harald. Or don't you believe in things like incarnation at all? Oder glaubst du gar nicht an sowas wie Inkarnation? Was denkst du denn darüber? I don't think much about it actually. Ich denke da nicht so drüber nach. But you know, to answer your main question. Aber um deine Hauptfrage zu beantworten. I mean, what we're focused on here, and I can suggest you can spend some of your time to do that, is to really deeply inquire about who you are. Also was wir hier tun, womit wir hier unsere Zeit verbringen, das ist wirklich in die Tiefe uns zu hinterfragen und zu untersuchen, wer wir wirklich sind. Because if you read a bit of my book, you'll discover that I'm making this point that we're so easily caught up in a kind of movie. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann hast du vielleicht gelesen, dass ich ja da so den Punkt herausstelle, dass wir uns so schnell wie in einem Film verfangen. You know, and we identify with this movie. Wir identifizieren uns mit diesem Film. And cowboys. And yeah. Cowgirls. Ja, in deinem Film, da gibt's viele Kühe und We tend to be very identified to a kind of story, you know, a kind of movie. Also wir haben so die Neigung, uns sehr stark identifizieren mit einer Geschichte, mit unserem Film. And you know, because we're so identified, we often get taken into the past. Und weil wir so identifiziert sind, zieht es uns oft in die Vergangenheit. And so, in order to come to now, um ins Hier zu kommen, we really need to see this movie. Müssen wir diesen Film wirklich sehen. And see that it's a complete illusion. Und sehen, dass es eine komplette Illusion ist. And once we see, really see clearly and honestly that it's a complete illusion. Und wenn wir das einmal wirklich ganz ehrlich auch gesehen haben, dass es eine vollkommene Illusion ist. It's not really interesting anymore to look in the past. Dann ist es nicht mehr so von Interesse, in die Vergangenheit zu schauen. Yeah, I thought I can see it. It's a kind of illusion, but ich kann sehen, dass es eine Art Illusion ist. At the same time, it's fascinating, and I have the feeling, maybe if I hold, I told you this reincarnation thing, get something from the essence, from maybe the aim of this life. If I find out what's from the past life coming to this life and I find the goal here. Und vielleicht ist es so, deswegen interessiert mich das auch so, dass ich vielleicht, wenn ich eben mir die Sache mit den vergangenen Leben anschaue, dass ich da irgendwie so die Essenz und den Kern finden kann, was es für in diesem Leben für eine Bedeutung haben kann. I mean, I'm not really sure if going into the past life story will help you see this present life story. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, in die Vergangenheit zu gehen, um die jetzige präsente Geschichte zu verstehen. Because the question really is, you know, who is having these stories? Weil die Frage ist ja wirklich, wer hat diese ganzen Geschichten? And if you had one, you know, kind of historically, some thousand years ago, it doesn't really, I think, help much to find out who are you now. Und irgendwie so in die Vergangenheit vor ein paar tausend Jahre zu gehen, das hilft dir, glaube ich, nicht, um rauszufinden, wer du jetzt hier bist. Because the essence we're looking for is not really something. Weil die Essenz, nach der wir suchen, die ist ja nicht wirklich etwas. You could say it's a lack of something. Es ist eher die Abwesenheit, das Fehlen von etwas. Nothing. Nichts. And nothing and everything is kind of the same. Und nichts und alles ist irgendwie ein bisschen dasselbe. So you tell me with other words, I should stay with the cows and looking at them. Also mit anderen Worten sagst du mir, dass ich so bei den Kühen bleiben soll und mir die anschauen but soll? Not believing it's a cow. Aber nicht dran zu glauben, dass es Kühe sind. Well, you don't really need cows actually. Also
die Kühe brauchst du nicht wirklich. And unfortunately, in my own life, I never really got to be having such a lot of fun with cows. Also leider ist es in meinem Leben nicht so gewesen, dass ich so viel Spaß mit Kühen What's hatte. What's the most funniest thing in your life? The funniest was thing war in my das life. Lustig, yes? Was yes. war denn das Lustigste in deinem Leben? Well, I hope I'm the funniest thing in my life. Also ich hoffe, ich bin das Lustigste in meinem Leben. But anyway, in order to find out this, this question, you know, mm-hmm. to answer this question about what's going on here. Mm-hmm. Also, diese Frage zu beantworten, was ist hier denn eigentlich los? Was geht hier vor? I don't really think you need to know what happened in the past life. Da glaube ich nicht, dass du wirklich herausfinden musst, was sich in vergangenen Leben abgespielt hat. I mean, actually. You don't really need anything for that. Dafür brauchst du überhaupt gar nichts. Anyway, out of what I can see, I would suggest that you just sit and look inside. Also, ich habe den Eindruck, dass du einfach sitzt und nach innen schaust. And then you just look inside and you ask yourself this question, who am I? Einfach schau nach innen und stellst du dir die Frage, wer bin ich? And you know, as you know, we say I thousands of times every day. Mm-hmm. Wie du ja wahrscheinlich mm-hmm. weißt, sagen wir ungefähr 1000 Mal am Tag ich. We have a strong habit that you know everything that we're doing, I am doing it. Wir haben diese ganz starke Gewohnheit, dass alles, was wir tun, ist ja ich tue das. So we want to find out, you know, who is this I? Und wir wollen herausfinden, wer ist dieses ich? And you know, if you read the first few chapters, you'll find out there that. You're not this movie that we usually identify with. Und wenn du die ersten Kapitel vom Buch gelesen hast, dann wirst du feststellen, dass wir nicht dieses Ich sind von diesem Film. Wir sind nicht dieser Film. And you know, if your mind is quiet enough, you'll find that when you ask this question, it will take you to a deep silent place inside you. Und wenn du ruhig genug bist, dann wirst du feststellen, dass dich diese Frage zu einem ganz tiefen Ort in dir selbst führen wird. And I have a sense that you could do that. Und ich habe den Eindruck, dass du das tun kannst. And when you come to this deep silent place, wenn du zu diesem tiefen stillen Ort kommst, thoughts suddenly won't be very important. Dann werden Gedanken plötzlich nicht mehr wichtig sein. They may come, some thoughts may come, kind of in the background. So im Hintergrund kommen vielleicht Gedanken. And you don't really care much about them. Aber die sind gar nicht wichtig für dich. And so actually you'll find yourself very present. Und dann stellst du fest, dass du sehr präsent bist. So just in a way by sitting or standing quietly and looking inside. Aber einfach nur dadurch, dass du ruhig sitzt oder stehst. You can discover that your essence, your true nature. Kannst du entdecken, dass deine Essenz, deine wahre Natur. Is very close. Ganz nah ist. Most of the time we are identifying with this movie. Die meiste Zeit sind wir mit diesem Film identifiziert. But actually underneath this movie, not so far away, is this very quiet, empty place. Aber gar nicht so weit weg unter der Oberfläche von diesem Film, da ist dieser sehr ruhige, leere Ort. Thank you.